Die FPÖ bekommt jetzt 5 Millionen Euro mehr. Die Nationalratswahl sorgt nicht nur für deutliche Verschiebungen im zukünftigen Parlament. Nein, das Wahlergebnis hat auch Folgen für die Parteiförderung. Jede Stimme bei der Nationalratswahl bringt den Parteien, die nach der Wahl in den Nationalrat einziehen, bares Geld. Die Einnahmen der Freiheitlichen dürfen sich demnach quasi verdoppeln. Ihr Einkommen steigt von 6,2 Millionen auf 11,3 Millionen Euro pro Jahr. Deutlich sparen muss die ÖVP. Sie verliert rund 4 Millionen Euro Parteiförderung. Somit hat die ÖVP nur mehr 10 Millionen Euro Budget. Auch die Grünen haben nur noch 3,5 Millionen von den ursprünglichen 5,5 Millionen Euro. Die Neos dürfen sich über 500.000 und die SPÖ über 200.000 Euro mehr freuen. Auch die KPÖ und die Bierpartei können mit einem Geldregen rechnen. Beide sind aber nicht im Parlament vertreten. Aber da sie beide mindestens 1% erreicht haben, kriegen sie pro Stimme 3,16 Euro als Wahlkampfkostenrückerstattung. Die einzige Voraussetzung: Das Geld muss für politische Arbeit verwendet werden. Klicke auf den Link in der Bio für mehr Infos zur Wahl.